Für den runden Esstisch, den wir letztens selber gebaut haben, der eine oder andere wird sich erinnern, passt die aktuelle Esstischlampe leider nicht mehr. Seht ihr jetzt hier ganz gut, runder Tisch, längliche Lampe, ist jetzt nicht so der optimale Fit. Also muss eine neue Lampe her. Was Neues kaufen kam für mich nicht in Frage. Warum? Naja, die Sachen haben ja einfach zu wenig Charakter. Es gibt wie immer nur eine einzige Lösung. Aber sind wir ehrlich, wegen genau der Lösung seid ihr ja auch da. Den Esstisch habe ich ja auch so ein bisschen auf Vintage, auf Used gemacht. Was passt also besser dazu? Wie eine schöne alte Emaillelampe, die, wie ihr seht, die besten Tage schon hinter sich hat. Ich nenne es Charakter. Ich mag Dinge, die einfach echt sind, used sind und nicht auf alt gemacht sind. Und das ist eine sehr, sehr alte Lampe. Die wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Ich habe mir das genauer anschauen extra aufgehoben, wenn ich das Video mit euch drehe. Und was ihr alles mit der Lampe vorhabt. Leute, ich sage euch, ich habe 1000 Ideen und die werden wir alle umsetzen. Jetzt schauen wir uns die Lampe erst einmal an, gucken, was Dreck ist und gucken, was weg kann. Kurz zur Lampe, das ist eine Stahllampe, die ist ungefähr 50 Jahre alt, die ist emailliert worden. Und wie man sieht, ist das hier schon abgeplatzt. Das macht mir aber gar nichts aus, aus dem Grund habe ich es gekauft. Jetzt schauen wir mal, ob da ein bisschen Dreck drauf ist oder ob das alles so gehört. Weil sauber möchte ich es schon haben. So, hier sehen wir, dass es so ein bisschen fleckig ist. Wir schauen mal, ob wir mit dem Reinigungsmittel irgendwas ausrichten können. Nee, können wir nichts ausrichten. Ist mir aber auch ehrlich gesagt herzlich egal. Trägt zum Look bei. Hätte ich es schön, glatt und unverbeult gewollt, hätte ich mal neue gekauft. Also werde ich damit leben, ist auch vollkommen okay. So, hier unten haben wir so eine ältere Fassung drin zum Schrauben, die kommt weg. Wie gesagt, Leute, ich habe so viel vor mit der Lampe, das wird richtig, richtig cool. Innen drin sehe ich, ist hier ein bisschen angammelt. Schauen wir mal, ob wir den Dreck innen drin rauskriegen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, weil gerade das gibt ja den authentischen Charakter. Six lässt sich auch geil wegputzen. Du, dann lass uns dran. Ist mir gar nicht so recht. Wie gesagt, wir putzen einmal drüber, dass der lose Dreck weggeht. Aber das ist ja genau das, was ich will. Ich will es authentisch haben. Auch hier ist das ganze Emaille am Rand schon abgeplatzt. Sieht man jetzt hier ganz gut. Hier fängt es auch schon ein bisschen an zu rosten. Hat schon so ein paar Rostblumen. Aber ganz ehrlich, ich finde das geil, weil es einfach Charakter hat. Sowas kannst du, also was wir jetzt im Laufe der Videoserie, nehme ich an, bauen werden, das kannst du so halt nicht kaufen. Das ist eine alte, gebrauchte Lampe mit Dellen und so weiter, kannst du nicht kaufen. Das heißt, du hast dann halt am Schluss auch ein Unikat hängen, was es so nicht gibt. Müssen wir uns mal Gedanken machen, wie aus der Lampe auch Licht rauskommt. Ich schraube jetzt da natürlich keine Glühbirne mehr in die Fassung rein, die da drin ist. Sondern, ich habe mir da LEDs bestellt, die ich bei meiner letzten Esstischlampe auch schon genommen habe. Mit denen war ich super zufrieden, sage ich euch ganz ehrlich, habe ich sogar zwei Lampen gebaut. Die sind von LED-Tech. Das sind halt so im Endeffekt für professionelle Anwender LEDs. Also keine so China-Dinger, sondern wirklich richtig vernünftiges Zeug. Das werdet ihr sehen, wenn am Schluss die Lampe an ist, dass da wirklich Licht rauskommt. Jetzt schauen wir mal, was da so alles drin ist. So, zwischen dem Verpackungsmaterial müssen auch irgendwo die LEDs sein. Ja, wunderbar. Das sind die hier. So, das sind quasi die LEDs. Das sind die Platinen. Die kann ich jetzt hier, wenn ich das richtig sehe, abknicken. Genau. Dann kann ich mir die abmachen. Und hier sind sogenannte Optiken. So schaut so eine Optik aus. Das ist so eine Erhebung wie so eine Linse. Die kommt dann da drüber und da wird das Licht ein bisschen diffus und blendfrei. Hier seht ihr 4000K, das ist die Lichttemperatur, also ein sehr neutrales Weiß. Das sind jetzt 4000 Kelvin. Diese 4000 Kelvin habe ich eben schon bei den anderen beiden Lampen, die ich gebaut habe, genommen. War die optimale Farbtemperatur. Ich habe mir da mal die verschiedenen Farbtemperaturen kommen lassen. Also 3000 Kelvin, 4000 Kelvin, 5000 Kelvin. Und wir haben beide zu Hause entschieden, 4000 ist einfach das schönste Weiß. 3000 ist ein bisschen zu gelb. 5000 ist ein bisschen zu blau. Wirkt also wie in so einer Zahnarztpraxis. Und 4000 ist so der perfekte Sweet Spot. Das hat keine Eigenfarbe, das Licht, sondern es ist einfach nur ein angenehmes, helles, ja, Weiß. Neutralweiß heißt es. Als nächstes müssen wir uns natürlich überlegen, wie wir diese LEDs hier unten reinbauen können. Ich habe mir da auch schon was überlegt. Ich weiß nicht, von welchem Projekt es war, diese Holzscheibe noch übrig.
Die werden wir dann da irgendwie reinbauen. Irgendwie habe ich mir schon ziemlich gut überlegt. Hier kommen dann die LEDs drauf. Auf die Oberseite, die man nicht sieht, kommt dieses Netzteil drauf. Also es wird noch einiges passieren. Und ich hätte mal gesagt, wir fangen jetzt mal an, die LEDs, beziehungsweise wir fangen jetzt mal an, diese Scheibe vorzubereiten, dass die hier in diese Lampe reingeht. Ach genau, jetzt weiß ich, wo die her war. Das ist der Ausschnitt von der Mondlampe, so war's. Deswegen habe ich nur einen Rand. Den muss ich kurz mit dem Bündigfräser abfräsen. Und dann schauen wir weiter. So, Ab- und Fräser raus. Bündigfräser rein. So, dann stellen wir den da runter. Dann fräsen wir da einmal drüber. So, wir sehen, die Kante sieht man sehr. Ich hätte mal gesagt, wir machen da unten einfach nochmal eine Phase hin. Dann hoffe ich, dass das ein bisschen mehr verschwindet. Ich bin so gespannt, ob die Lampe am Schluss genau das wird, was ich von ihr oder wie die Intention war. So, wie stellen wir den Fräser jetzt ein? Ich möchte natürlich keine scharfe Kante hier haben. Das heißt, wir müssen uns jetzt natürlich ein bisschen dran tasten, dass wir keine scharfe Kante haben. Schauen wir mal. So, sieht jetzt so aus, die Kante. Und dadurch kommen wir hoffentlich ein bisschen rein. Ja, sehr schön. Jetzt, wenn man das nachher noch reindrückt, dann ist die Kante hier, ist nicht so viel schwarz da. Das ist doch schon mal gut. Und das hier, so war jetzt meine Intention, ist es die Grundplatte, auf der wir diese ganzen LEDs anordnen werden. Exakt 30 von diesen Platinen packt das Netzteil. So, hier haben wir gerade die Anordnung der LEDs ausgedruckt. So müssen wir die LEDs auf dem Holz anordnen. Lass mich die Linie mal ein bisschen versetzen. Muss mir hier bloß ein Raster aufzeichnen, weil ich möchte natürlich nicht, dass die LEDs kreuz und quer liegen, sondern dass das alles seine Ordnung hat. Ich würde sagen, nailed it, oder? Die Dinger werden dann durchverbunden, die sollen in Reihe geschaltet werden. Also müssen wir uns jetzt auch gleich überlegen, wo wir das durchbrücken, weil die Optiken kommen da ja noch drauf, das Zuleitung und so. Ich glaube, der frühere Truppe hätte die LEDs einfach bloß draufgelegt, so Pi mal Auge, und hätte die dann anzeichnet. Mittlerweile mache ich das ganz gern so und ich arbeite auch nicht immer, ja, aber oft auch an Stellen, wo man es nicht sieht, sauber, weil sich schon oft bewahrheitet hat, dass man sich mal plötzlich auf irgendein Maß verlässt, von dem man annimmt, oh, das habe ich da überall genommen. Wenn ich schlampig arbeite, nicht. Und deswegen mache ich Dinge gern sauber, für mich einfach, weil es wird niemals jemand zu mir kommen, dann unter meine Esstischlampe schauen und beurteilen, ob das Raster der LEDs, ob das wirklich akkurat ist. Ja? Sowas macht man eigentlich immer für sich selber und seinen eigenen Anspruch. Und ich will mich damit jetzt gar nicht irgendwie besser stellen als irgendjemand, der das nicht macht, aber es ist halt einfach mein Anspruch. Die Anrisse müssen wir jetzt alle vorbohren, weil die Platte wird natürlich lackiert. Die lasse ich nicht so. Die möchte ich schwarz wahrscheinlich machen. Das heißt, wir müssen die nachher auch grundieren. Im Übrigen, der eine oder andere hat bei der Mondlampe nachgefragt, ja, MDF, hast du das it grundiert? Nee. Bei diesem Strukturlack, da müsst ihr nichts grundieren. Aber grundsätzlich, wenn ihr jetzt MDF lackieren wollt, also mit dem Sprühlack, dann müsst ihr es natürlich vorbereiten und imprägnieren. Aber bei dem Strukturlack, dieser Warnex, da brauchst du nichts vorbereiten. Den Knatsch direkt draufklatschen. Ja, weil da kam die letztes Mal die Frage in den Kommentaren eben auch auf, warum ich das nicht grundiere. Ob ich es hier mache, wage ich auch mal zu zweifeln, weil das ist ja jetzt nichts, wo man gegen das Licht anschaut und wo eine spiegelglatte Fläche sein muss, die wie ein Auto lackiert ist. Es soll einfach nur schwarz sein. Was mir auch auffällt, auf dem Video denke ich mir immer, boah, wie umständlich muss es sein, die Maschine auf der Seite ein- und auszuschalten. Aber jedes Mal, wenn ich damit arbeite, fällt es mir nicht auf. Ich bin so gewohnt, weil der Schalter, ich bin halt, frag mich jetzt ehrlich gesagt nicht, warum mache ich es eigentlich nicht mit links? Ich bin eigentlich Linkshänder, gell? Ich bin so gewohnt mit rechts, ich könnte den Schalter, sehe ich auch ummontieren. Ach, ich bin so gewohnt mittlerweile, das ist
Aber eigentlich müsste ich es echt mit links, gell, ich Vollidiot. So, wie machen wir weiter? Ich habe übrigens auch beschlossen, wahrscheinlich, dass ich das alte Kabel, das hier dran ist, auch wiederverwenden will. Trägt dem authentischen Look auf jeden Fall bei. Sieht man jetzt hier ganz gut. Das ist auch nochmal das Neueste. Was auch nochmal das Neueste ist, fällt mir gerade auf, das Ding hier. Ja, da mal gesagt, wir zerlegen jetzt das ganze Ding erst einmal. Ich bin so gespannt, wie die Lampe dann im Wohnzimmer ausschauen wird. Ich kann das noch gar nicht wirklich abschätzen. Ich hoffe, es gefällt mir. So, das wird von der, Lampenfassung mal sein, nehme ich an. Die sich auch gerade löst. Ah, es dreht mit, oder wie? Das ist natürlich, das ist schlecht. Da dreht mit die Sau. Truppe, was hast du erwartet von einer 50 Jahre alten Lampe? Ja, das haben wir gleich. Ich habe mich gerade überlegt gehabt, Öl hinzuschmieren, das Einwirken zu... Ich bin ja 5 Jahre noch beschäftigt. Jetzt machen wir hier ab. Brauchen wir ja wieder. Legen wir mal beiseite. Und jetzt haben wir hier unseren Lampenschirm. Das heißt, als nächstes hätte ich mal vorgeschlagen, dass wir jetzt mal die Halterung für die Platte bauen. Denn die Platte, die klebe ich ja nicht rein. Da ist ja ein Netzteil oben drin. Dann muss man den Strom ja anschließen. Man muss halt einfach hinkommen. Deswegen habe ich mir überlegt, dass wir jetzt hier irgendwie 3 Halter einbauen, an denen die Platte quasi befestigt wird. Halter. Ja, okay. Was nehmen wir da jetzt am besten? Ihr habt doch irgendwo noch so Stahlwinkel. Vielleicht könnte man die irgendwie nehmen. Nö. Das ist schlecht. Wo sind die? Ich habe doch da ganz viele gehabt. Keine Ahnung, wo die ganzen Winkel sind. Ich habe aber einen Alu-Winkel gefunden. Ein Alu-L-Stahl. Was? Ein Alu-L-Stahl. Das kannst du dir nicht ausdenken, das ist Wahnsinn. Ein Alu-L-Stahl. Das ist neue Material, ein Alu-Stahl. Ja, genau. Da schneiden wir uns jetzt mal einfach so 2 cm breite Streifen ab und dann gucken wir mal, ob das geht. Ich weiß nicht, ob es alle wissen, aber Alu könnt ihr mit eurem normalen Holzsägeblatt sägen. Ein Sägeblatt hat ja Hartmetallzähnchen drauf und Hartmetall ist bekanntlich wesentlich fester als Alu. Heißt, könnte problemfrei und vor allem auch schadenfrei für euer Sägeblatt mit einem normalen Sägeblatt sägen. So, und wie schon gesagt, das Sägeblatt hat jetzt keinen Schaden davon getragen. Da könnt ihr problemfrei dann eben euer Holz weiterschneiden. Ist jetzt das erste Mal, dass ich das mache oder gerne mit dem habe ich es auch schon ein paar Mal gemacht. Also braucht ihr keine Angst haben. So, hier sollen die Winkel hin. Hier hat man gerade hier eben 120 Grad anzeichnet. Jetzt müssen wir quasi schauen, wo wir das hier in der Lampe innen drin befestigen und vor allem wie. Also so müssten wir die Dinger jetzt hier irgendwie anbringen. Nachbiegen müssen wir sie noch ein bisschen. Und dann können wir die Platte von unten da eben mit 3 Schrauben festschrauben. Jetzt ist halt bloß die Frage, gell, wie bringen wir das genau an die Position, dass das da auch schön reindrückt wird. Da muss ich jetzt ehrlich gestehen, da muss ich mir jetzt selber erstmal Gedanken machen. Vor allem, dass der Abstand auch gleich ist. Weil übertrieben gesagt, könnte man es ja auch so reinschrauben. Also das soll schon alles ziemlich, ziemlich gut werden. Was wäre denn, wenn wir den Lampenschirm ins Wasser bringen? Das machen wir doch. Dann, wenn wir den ins Wasser bringen, den Lampenschirm, dann wird man ja quasi wissen, dass die Bezugskante gerade ist. Und wenn die Bezugskante gerade ist, dann können wir die Platte innen drin auch ins Wasser bringen. So, die Scheibe innen drin, die wäre jetzt nochmal im Wasser. Aber wie bringen wir die Winkel jetzt an? Das ist jetzt echt die Frage. Weil die müssen ja schon, ziemlich genau passen. Ich probiere da mal was. We'll be right back.
So, die Winkel, die schrauben wir jetzt mal hier fest. Und dann schauen wir mal, ob das, was ich mir ausgedacht habe, auch wirklich funktioniert. Mein Gedanke war folgender. Dadurch, dass wir jetzt einen Ring haben, kann ich quasi innen drin reinschauen und mir jetzt die Position, weil ich habe hier die Befestigungslöcher, das wird man nachher wahrscheinlich hinnieten an den Lampenschirm. Und dass ich die Löcher markieren kann, habe ich mir eben hier dieses Loch reingemacht. Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ob ich das wirklich so lasse oder ob ich es trotzdem irgendwie... So, hier kommt das jetzt rein. So, und jetzt müsste ich mir eigentlich nur innen drin die Positionen anzeichnen. Und dann werden die Winkel perfekt angebracht. So, hier sieht man es ganz gut, das zeichne ich jetzt an. Das richten wir jetzt nochmal aus. Das muss wirklich maximal genau haben, passt. Und dann zeichnen wir mal die Löcher an. Ich bin ja gespannt, ob das am Schluss passt. Ich bin ja gespannt. Da ich mal Kreuz mache, dass ich weiß, in welcher Orientierung das drauf war. Und hier sehen wir jetzt die Markierung. Das klappt ja ganz toll. Digga, habe ich eigentlich nur stumpfe Bohrer oder was? Der ist auch schon wieder so unfassbar stumpf. So, ich möchte jetzt mal ganz kurz probieren, ob ich den Schmodder hier innen drin rauskriege. Jetzt dürft ihr mir in die Kommentare schreiben, ist es schon, also nur innen drin, nicht außen, ist es schon dem Ding die Geschichte nehmen, ja oder nein? Also, ich bin hin und her gerissen, weil das schaut schon echt nicht so toll aus. Ja, da bin ich halt in 5 Tagen noch beschäftigt, gell? Wenn ich das da irgendwie sauber machen wollen würde. So sieht es jetzt aus, gesäubert. Ich würde es nochmal machen, das schaut schon gut aus. Hier ist die Typenbezeichnung, auch ein nettes Detail. Und im Endeffekt, was ich auch immer wieder vergesse, es muss ja keinem anderen gefallen. Es muss ja mir gefallen. Selbst wenn es jetzt Leute da draußen gibt, die sagen, oh Truppe, nach den heiligen Regeln des Upcyclings, Paragraph 3, Absatz 4a, Schmutz dran lassen. Halt deine Fresse! Ja, ist okay, aber ich arbeite nicht nach den Paragraphen, ich arbeite so, wie es mir gefällt. Das muss ich mir immer selber in Erinnerung rufen. Ich arbeite hier nicht für das Gefallen von irgendwelchen Leuten. Ich finde es so besser, können wir weitermachen. Und zwar habe ich mir gedacht, nieten wir diese Winkel innen dran hin. Man sieht zwar von außen eine Niete, aber hey, ich will Industrial Look, dann muss man das auch vollumfänglich machen. Ja, schaut doch gar nicht so schlecht aus. So, nächste Frage, wie hättet ihr es gemacht? Ich meine, ich muss ja irgendwie an das Anzeichnen drankommen. Was hättet ihr für einen Lösungsvorschlag gehabt, wie man das hätte anzeichnen können? Weil ich komme ja nicht rein, wenn dieser geschlossene Ring da drauf liegt. So, mal den Ring raus. Und jetzt haben wir hier oben eben ein ganz beschissenes, verstecktes zweites Loch. Und das müssen wir jetzt irgendwie anzeichnen. Weißt du, da kommst du so beschissen hin. Komm, lassen wir das so. Wo soll's denn hin? Komm, wir lassen das so. Das reicht als Befestigung für die Scheibe. Das hängt ja nur drin. Ich meine, was will ich da jetzt mich abficken, eine Stunde lang das blöde Loch und dann passt es und dann haben mich verbohrt. Scheiß drauf. Die Dinger sind fest, lassen sich auch nicht... Ja, gut, ein bisschen lassen sich verdrehen. Aber das ist das kleinste Problem. Das ist wirklich das kleinste Problem. So, in diese Winkel klebt man jetzt noch einen Zapfen mit Loctite ein. Der bleibt da fest drin. Das heißt, wenn man die Scheibe dann nachher von unten drauf macht, muss man nur die Muttern ansetzen. So, da haben wir schon mal eine von mehreren Herausforderungen gemeistert. Das war jetzt natürlich nur eine Sache, was ich mit der Lampe vorhabe. Es werden noch ein paar andere Sachen dazukommen, die werden nicht minder kniffelig. Als nächstes lackieren wir jetzt mal die Platte. Ich lackiere das jetzt einfach schwarz matt. Das passt dann schon. Die Platte muss ich jetzt irgendwo drauflegen. Heim mit meinem 3D-Drucker. Solche Malerpyramiden gedruckt, kennt ihr ja. Dann hat es eine ganz kleine Auflagefläche. Wäre zwar jetzt hier nicht nötig, aber ich mache es trotzdem. Ob ich die Platte grundiert habe?
Ja, habe ich grundiert. Also dafür, dass ich die Platte it grundiert habe, muss ich sagen, ist das Ergebnis echt erstaunlich gut geworden. Sieht man jetzt hier ganz gut, also hat schon passt. Im Übrigen, wer sich wundert, warum die Lampe so sauber ist, ja, ich habe da mal rumgekratzt ein bisschen. Das war keine abgeplatzte Emaille, das waren Farbreste. Jetzt schaut die schon ansprechender aus, ich habe das mal ein bisschen weggemacht. Ganz weg habe ich es nicht gemacht, hier oben ist noch ein bisschen was zu sehen, um den Charakter nicht ganz wegzunehmen. Aber der grobe Scheiß ist weg, was mich jetzt ehrlich gesagt sogar freut. Als nächstes bringen wir hier mal diese LEDs an, schrauben die hin. Und werden die mal in Reihe verbinden. Ich kann sie leider noch nicht ganz festschrauben, weil diese Optik eine Zentralschraube hat. Heißt, ich muss die jetzt dahin kleben, dass die in der Position bleiben, um sie nachher eben mit Löten verbinden zu können. Ja, das ist jetzt halt Fleißarbeit, gell? Das ist jetzt halt einfach Fleißarbeit. Das Netzteil machen wir bloß mit dem kleinen Klecks Heißkleber drauf. Hier Minus. Und da mal Plus. So, dann stecken wir es mal an. Oh, Digga, das ist schon krass. Guck dir mal, wie viel Licht hier rauskommt. Hey! Davon hätten sie sich damals hier, als die Fassungen noch drin waren, das hätten die sich gewünscht. Guck mal, dimmen kann man es auch. Ich habe da so einen Dimmer angeschlossen. Da kann man es sogar noch dimmen, falls es mir am Esstisch zu hell sein sollte. Weil da kommt, also das ist schon echt. Und dafür sind eben diese Optiken da, weil genauso wie es jetzt euch blendet, also du kannst da nicht reingucken. Wenn du nur ansatzweise reinguckst, wirst du halb blind. Und dafür sind eben diese Optiken da, die man nachher drauf... Boah, ich merke schon, wie das... Du merkst richtig, wie das Ding Wärme abstrahlt. Das ist so krass. Dafür sind eben diese Optiken, um das Licht diffus zu machen, dass man reinschauen kann. Also das mit dem Dimmer merke ich schon, das wird echt cool. So, die Optiken, die werden bloß hier draufgelegt und mit einer Zentralschraube festgeschraubt. So, das war's. So, die LEDs, wie schon gesagt, haben wir bei LED-Tech geholt. Könnt ihr unten in der Videobeschreibung schauen, da habe ich euch die Optiken und die LEDs verlinkt, falls da jemand auch was damit bauen wollen würde. Bevor wir jetzt die Platte hier reinschrauben, müssen wir uns mal Gedanken machen, wie wir die Lampe aufhängen. Ich habe mir da ein paar Bilder angeschaut im Internet, ich bin da auch auf eine schöne Industrielampe gestoßen und die hatte so einen schönen Schaltkasten hier oben. Und nachdem ich jetzt neue Superkräfte habe, aka 3D-Drucken, haben wir da was Schönes gemacht. Sieht so aus. Ich finde, das hat einen ganz netten Touch. Hochspannung, Lebensgefahr, ein Kästchen. War jetzt eins meiner ersten 3D-Druckprojekte und ich sag euch, es war herausfordernd, weil bei einem 3D-Drucker, um mal ganz kurz drauf einzugehen, auf die Thematik, 3D-Druck hat ja mehrere Thematiken. Einmal ein CAD-Programm, in dem du das Ding hier bauen musst. Und das ist nicht ganz ohne. Also für mich als Anfänger, ich habe da schon 3 Stunden gebraucht, bis ich die Box habe. Ich habe die insgesamt 3-mal gemacht. Beim 3. Mal habe ich dann nicht mehr so lange gebraucht. Das erste ist halt quasi dieses CAD-Programm, was man erlernen muss. Das Konstruieren, das man erlernen muss. Dann hast du eine Datei, die kannst du drucken. Ja, dann musst du lernen, wie man das druckt. Da gibt es auch ein paar Parameter, wo man sich ein bisschen ja, eingrooven muss. Und nichtsdestotrotz musst du dann auch noch dieses Programm lernen, um es für den Drucker vorzubereiten. Das nennt sich ein Slicer. Das ist quasi, da nimmst du die Druckeinstellungen vor, dass die Box auch so rauskommt, wie sie da rauskommt. Weil das ist nicht selbstverständlich. Ich habe gemerkt, das ist eine eigene Kunst für sich, dass das Teil, das man im CAD-Programm gebaut hat, auch so auf dem Drucker liegt. Also nicht alles ganz ohne, aber... Ich habe es extra ein bisschen größer gemacht, dass es ein bisschen wuchtiger wirkt und auffällt. Und das schrauben wir jetzt mal da drauf. Sehr gut. Mensch, das... Ey, wie kauft, hey? Wie kauft? Da schraubt man die Dose mal hin. Für alle, die sich übrigens wundern, warum ich den Kabeleinlass hier gemacht habe,
Das habe ich bewusst gemacht, dass ihr ein bisschen mehr Industriecharakter habt. Ja? Ich will gerne, dass das schlicht ausschaut, sonst hätte ich das Kästle gar nicht hingemacht. Das Kästle ist nämlich nur reine Dekoration. Brauchen tut es das Ding absolut gar nicht. Also das habe ich schon mit einer Intention gemacht und deswegen auch, müssen wir noch eine Kette besorgen, müssen wir in den Baumarkt fahren, dass das Kabel hier eben seitlich reinkommt, dass es nach Industrie ausschaut. So war eben der Gedanke. Auf der Suche nach Kette. Hier ist unsere Kette. Habe ich noch so einen Karabiner, keine Ahnung, wo ich den her habe. So schaut das doch ganz nett aus. Jetzt fällt mir bloß mal auf, ich muss ja an der Decke auch irgendwas haben, wo das hängt. Ich kann ja einfach die Kette an die Decke hinschrauben. Da müssen wir uns jetzt auch noch Gedanken machen. Ich habe gerade so ein Kupferrohr oben noch gefunden, in meinem Lager. Kupfer, finde ich, hat so einen schönen Industriecharakter. Da probieren wir jetzt mal was aus. Ich finde es immer nur so surreal, dass du dir solche Teile einfach machen kannst. Du setzt dich an den Rechner, planst etwas im 3D-Programm und dann kommt sowas raus. Ich muss es erstmal begreifen, die nächsten Monate, weil früher hast du halt sowas gekauft, ja. Du hast halt geschaut, welcher Hersteller hat es, hast du dann gekauft oder hast es umbauen müssen. Und heute hockst du dich einfach hin, konstruierst es und es kommt aus dem Drucker raus. Verrückt, echt verrückt. Wie dem auch sei, jetzt bauen wir die Lampe öfter mal zusammen. Das ist das Kabel von dem Potti. Dann bauen wir das da mal rein. Und dann hängen wir sie zu Hause auf und schauen, ob das alles, wie man es einbildet hat, so auch funktioniert. So, hier wird der Strom angeschlossen, also die 220 Volt. Dann habe ich da noch ein Potti, also ein Potentiometer. Mit dem werde ich dann die Helligkeit einstellen können. Kommt mir jetzt gar nicht so unrecht, dass es... Wenn man es mal gedimmter haben wollen würde, hat man oben an der Lampe eben die Möglichkeit, das ein paar Stufen weniger hell zu drehen. So, hier ist der Pfeil. Der Pfeil ist hier. Also gehört das Ganze so rein. Ja, wunderbar. Ich habe mir überlegt, ob ich mal irgendwie so eine runde Glasplatte hier noch reinmache, die quasi hier an der Kante schwebt. Habe ich mal nachgeschaut. Das Glas, also ich will es dann, wenn dann im Milchglas haben, nicht in klar, dass es noch ein bisschen mehr diffuser wird, das Licht, dann kostet die Glasplatte 140 Euro. Was? Also Digga, also... Habe ich natürlich nicht bestellt, ist ja klar, 140 Euro. Also, wo sind wir denn hier? Ich mache ja keine Upcycling-Lampe und stecke dann 140 Euro in ein geschissenes Glas rein. Das schaut sehr gut aus. Da jetzt drückt es nämlich auch schön runter, da, ah, wunderbar. So, hier ist ja das Potti dran, das haben wir ja durch das vorhandene Loch schon genommen. Und wie schon gesagt, der Schaltkasten, der hat eigentlich keine Bedeutung. Das ist eigentlich wirklich nur ein Optikteil, das Kabel wird durchgeschleift, also da findet nichts statt. Das ist eigentlich ziemlich cool. Das ist hier die Base, die quasi an der Decke hängt. Da kommt jetzt dieses Rohr hier rein. Das wird dann mit so einer Querschraube gesichert, dass das nicht mehr rausfällt. So, hier kommt dann diese, nenn's mal Glocke drüber und das passt so genau, das ist so geil. Hier habe ich noch einen seitlichen Kabelauslass und einen Kabelauslass, wenn es von der Decke kommt. Juti, hätte ich mal gesagt, schrauben wir es daheim hin. Jetzt nehme ich den Laser hier und werfe einen Lotpunkt, also ich weiß, wo der Mittelpunkt des Tisches ist. Und dann projiziere ich mir jetzt hier oben den Punkt dran und dann schraube ich einfach das Zeug hin.
Heute ist so ein richtig heißer, schwüler Tag. Hey. Boah, mir läuft die Soße runter. Also, das große Reveal der Lampe. So sieht es jetzt aus, ja. Da oben die Verkabelung. Ihr habt schon meine Gründe, warum ich das so gemacht habe. Ich sag bloß, die Lampe wird hier wahrscheinlich nicht lang hängen. Wieso, weshalb, warum, werdet ihr da anders mal erfahren. Hier sieht man das jetzt mit dem Kabel. Ich finde es gerade schön, dass das so ein altes, gebrauchtes Kabel ist. Es gibt im Ganzen ein bisschen mehr Authentizität. Also wie ihr seht, das Ding ist einfach sauhell. Und wenn du dich jetzt drunter sitzt und hochschaust, dich blendet es halt nicht. Ja? Und deswegen war noch die Überlegung, ob ich hier eine Glasscheibe hinmache, dass es noch ein bisschen mehr diffuser ist. Wir gucken mal. Hier ist ja dieses Potty dran. Da kann ich jetzt dran drehen und kann eben das Licht dunkler oder heller machen, je nachdem, wie ich es brauche. So schaut die Lampe jetzt aus, ein richtig schönes Upcycling-Projekt. Mir gefällt es sehr, sehr gut, diese used, gebrauchte Optik. Jetzt dürft ihr mir in die Kommentare schreiben, ist das auch eher so eure Sache? Findet ihr Upcycling gut? Was haltet ihr von Upcycling und wäre so eine Lampe auch was für euch? In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und jetzt ab in die Werkstatt und selber was machen.